Das Greentech-Unternehmen Salzburg AG ist federführend bei grünen Technologien im Bundesland Salzburg. Heute zeigen wir Ihnen zwei wesentliche Themenbereiche. Zum einen, wie lade ich mein Elektroauto am besten? Und zum anderen, wie heize ich mit einer Luftwärmepumpe am besten ein? Vertriebsleiter Markus Wiedholzl ist im Maxgan und besucht dort Engelbert Wenger. Bertl, wie ihn alle nennen, ist Unternehmer. Er betreibt unter anderem ein Immobilienunternehmen und vermietet Büros. So kam es auch zur ersten E-Ladesäule der Salzburg AG auf seinem Gelände. Kunden, Mieter sind halt mit dem Wunsch daherkommen, dass halt solche Fahrzeuge langsam am Markt fahren. Man weiß, es ist kein Sachbezug drauf. Darum sind halt die Elektrofahrzeuge bei der Unternehmerschaft sehr beliebt für die Mitarbeiter. Und so haben wir bei der Salzburg AG Kontakt aufgenommen, haben angerufen, haben kompetenten Mitarbeiter gekriegt. Ja, und haben halt dann den ganzen Plan durchgegangen, bis dass wir definitiv jetzt im Hintergrund sieht man ja die Ladesäule gebaut haben. Die Salzburg AG bietet alltagstaugliche Ladelösungen für jede Lebenssituation an, für zu Hause, für unterwegs, für den Privat-Pkw, als auch für den Firmenwagen und natürlich auch für alle, die ihren Gästen oder ihren Kunden das Laden von Elektroautos ermöglichen möchten. Die Anschaffung der ersten Ladesäule ist dabei sehr einfach. Er ruft bei uns an im Kundenservice Center oder er geht auf unsere Homepage www.salzburg-ag.at. Da gibt es unter E-Mobilität die Möglichkeit, sich die Ladestation, die für ihn am besten passt, kann er sich gleich aussuchen. Da sind Preise hinterlegt, da ist die Technik hinterlegt. Und dann geht es gleich zu einem Team von uns und die nehmen dann mit dem Kunden sofort Kontakt auf. Also Kontaktaufnahme erfolgt über die mit der Salzburg AG, haben da ein paar kompetente Mitarbeiter vorbeigeschickt. Dann ist dieser ganze Prozess einmal durchgelaufen worden. Geht's überhaupt? Leitungsmöglichkeiten? Wenn die Situation vor Ort erst einmal geklärt ist, steht die neue Ladesäule innerhalb von wenigen Wochen und kann schon kurz darauf in Betrieb genommen werden. Das Beste daran, der gewerbliche Kunde hat mit der Ladesäule im laufenden Betrieb keine zusätzliche Arbeit. Die Salzburg AG übernimmt die Montage, übernimmt die Abrechnung. Der Kunde hat in dem Sinn nichts mehr damit zu tun. Wenn irgendwelche Schäden drauf sein sollten, sind eh nicht. Die sind sehr robust, die halten jedes Wetter aus. Dann kümmert sich auch da die Salzburg AG drum. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Engelbert Wenger denkt bereits an eine Erweiterung, denn durch die erste Ladesäule am Hof kommen immer mehr seiner Mieter und auch er selbst auf den E-Geschmack. Es kommt im Herbst der nächste, die zweite Ladesäule dazu und dann schauen wir weiter, wo die Reise hingeht. Wenn man mit 220 kW geht es ja einigermaßen, dass man sie in einer halbwegs Geschwindigkeit durchladen kann. Für den Fall, dass künftig mal beide Ladesäulen belegt sein sollten, betreibt die Salzburg AG im gesamten Bundesland ein großes Netz an öffentlichen Ladepunkten. Alle Infos und Standorte finden Sie immer aktuell in der Stromladen-App. Damit hat Markus den ersten Teil seiner Greentech-Tour geschafft. Von der E-Ladesäule geht's jetzt für ihn zur hochmodernen Wärmepumpe. Dafür macht sich Markus auf den Weg nach Liefering und besucht dort Familie Hammerer. Im Einfamilienhaus der Familie wurde vor kurzem die alte Ölheizung aus- und eine neue Luftwärmepumpe eingebaut. Der Grund war halt hauptsächlich der Umweltgedanke und dass die Ölheizung, was wir gehabt haben, schon steinalt war, weil die war ja, glaube ich, ein paar Jahre 84 oder so, also die war schon über 30 Jahre alt. Die Vorteile bei einer Luftwärmepumpe liegen darin, dass sie sehr platzsparend ist, also dass sie im Betrieb flüsterleise ist und dass sie emissionsfrei betrieben wird. Das heißt, man spart sich den Kamin oder dann eben den Rauchfangkehrer. Weiters muss man kein Heizöl einlagern bzw. keine fossilen Brennstoffe und so gewinnt man in der Regel dann auch im Keller einen weiteren Raum dazu. Die Entscheidung für eine neue Heizung sorgt bei vielen für Verunsicherung. Was ist das richtige Heizsystem für mich und mein Haus? Wir waren einfach da ganz unsicher, welche Möglichkeiten da für unser altes Haus eben in Betracht kommen. Und dann hat eigentlich ein Freund zu uns gesagt, nein, da gibt es jetzt ein gutes Angebot über die Salzburg AG. Genau, und dann haben wir uns das angehört und haben gesagt, ja, passt, wir wollen jetzt unbedingt weg vom Öl und von den schwankenden Ölpreisen und vom ständig wieder Öl einkaufen. Raus aus dem Öl, gut und schön, aber kann jeder einfach eine Luftwärmepumpe einbauen lassen? Was sind die Voraussetzungen? Die Grundvoraussetzung für die Wärmepumpe ist, dass man möglichst niedrige Temperaturen fährt im Heizungssystem. Es gibt aber Wärmepumpen, die auch höhere Temperaturen fahren können. Aber grundlegend muss man schon sagen, dass je höher die Temperatur ist, desto schwieriger oder arbeitsintensiver für die Wärmepumpe wird es dadurch auch. Also wir haben alle Heizkörper voll eingeschaltet eigentlich
und regeln die Temperatur über das System unten und haben da nicht einmal aufs Maximum hinaufschalten müssen. Natürlich war es heuer nicht so besonders kalt im Winter, aber da ist noch genug Spielraum, wenn es einmal kälter wird. Bei alten Ölheizungen gibt es nur wenig automatische Regelmöglichkeiten. Das ist bei einer modernen Luftwärmepumpe wesentlich anders. Die Luftwärmepumpe ist mit einem intelligenten Energiemanagementsystem ausgestattet, sodass hier verschiedenste Zeitschaltprogramme möglich sind, Nachtabsenkungen und natürlich auch eine Einbindung einer möglichen Photovoltaikanlage. Sind die Vorbereitungen abgeschlossen, dauert der Heizungstausch selbst rund 2 Tage. Ein besonderer Vorteil der Luftwärmepumpe ist ein deutlich geringerer Platzverbrauch und der Raumgewinn, der durch den nicht mehr benötigten Öllagerraum entsteht. Die Außeneinheit steht draußen nahe der Einfahrt im Freien, aufgestellt auf einem Betonfundament, sind dann in der Erde reingefahren und haben die neue Heizung, den Hydraulik-Tower, den man hinter mir sieht, da ist ein Boiler drinnen, ein Warmwasserspeicher und unten ein Reinspeicher als Puffer zur Heizung wieder eingebaut. Da könnte man mal eine Werkstatt reinmachen, das wäre irgendwie so ein Wunsch von uns. Genau, die Tochter hätte gerne einen Kinoraum, aber ich glaube, die Werkstatt wird sich durchsetzen. Den alten Ölbrenner hat die Familie nach dem ersten Winter nicht vermisst. Nein, eigentlich nicht. Nein. Mir geht es ja nicht ab, dass ich den Ölbrenner nach der Saison putzen muss oder so. Also das fühlt mir auch nicht, muss ich sagen. Bei einem geplanten Heizungstausch ist auf jeden Fall die nötige Vorlaufzeit inklusive Schallgutachten zu bedenken. Alle Infos und Unterstützung bekommen Sie auf jeden Fall auf unserer Homepage, am Servicetelefon oder direkt bei den Mitarbeitern vom GreenTech-Unternehmen Salzburg AG.